Sport, Spaß und Spiel standen im Mittelpunkt der Takeshi-Bewerbe im Freizeitzentrum Schwechat. Am internationalen Bewerb nahmen Schulen aus Schwechat, Tschechien und der Slowakei teil. Wie viele Stationen müssen die Mannschaften passieren? Naja, es gibt 10 Landstationen und 10 Wasserstationen. Es steht wahrscheinlich der Spaß im Vordergrund, nicht unbedingt der Sieg. So ist es, aber natürlich jetzt, wo es ums Wertung geht, also jetzt haben wir gerade den internationalen Bewerb, die sind sehr ehrgeizig, da wird wirklich um jeden Punkt gekämpft. Da werden die Stufen mit 2 Schritten gleich genommen, gleich auf einmal, dass es schneller geht, weil desto schneller du bist, desto mehr Punkte gibt es. Sehr viele Mannschaften aus Tschechien und Slowakei hier. Von Jilava, Breslav, Skalica sind wirklich sehr viele Oberstufenschüler da, die einfach das ausnutzen und hier den Bewerb stattfinden lassen. Wir sind aus Tschechien, aus der Stadt Bučovice, das ist unweit von Brünn. Das ist eine kleine Stadt und wir sind aus der Handelsakademie. Haben Sie das vorher schon gekannt? Ja, wir waren hier das letzte Jahr, im Jahr 2011. Es hat uns hier sehr gefallen, also wir sind wieder gefahren. Es gibt ja jedes Jahr wieder neue Stationen, neue Bewerbe. Wer lässt sich das einfallen? Ja, wer lässt sich das einfallen? Marin und ich und auch sehr viele Kollegen, die jetzt schon jahrelang bei Takeshi dabei sind, haben immer so ganz gute Ideen und die setzen dann die Marin und ich einfach um. Und probiert ihr das auch selber auf? Ja klar, also es wird ab Februar wird schon geprobt. Also ich mit meinen Schwimmgruppen übe das schon im Schwimmkurs, die Wasserstationen. Und natürlich, wenn ich im Schulunterricht bin, wird ab und zu eine Turnsaal-Einheit eingeschlossen fürs Üben. Was sind denn so die schwersten Stationen? Die schwersten? Der Rutschen ist immer sehr schwierig, weil es einfach das viele Bergauflaufen ist, was anstrengend ist. Und am Land haben wir sehr kräfteraubende Stationen heuer. Also das Faultier, wo wirklich ein Wasserkanister getragen werden muss, oder auch der Hektors Floßfahrt, wo man auf einem Rollbrett liegen muss und antauchen muss, ist ziemlich anstrengend. Wie geht's euch hier mit Takeshi? Wahnsinn, super! Wir waren schon letztes Jahr da. Es ist lauernd. Es war letztes Jahr nicht so lustig wie dieses Jahr. Das ist echt super hier. Ja. Was ist heuer anders? Wir sind nur 7. Die Spiele sind viel lustiger einfach. Also am schwersten war das Tauchen. Da mussten diese Ringe raustauchen aus dem Wasser. Mit solchen Gurten, die dich nach oben treiben. Ich bin gar nicht nach unten gekommen. Und das Lustigste war das hier jetzt. Wenn jetzt jemand Gusto bekommen hat für nächstes Jahr, kann man sich wo anmelden? Ja, am besten unter SVS, takeshi.at. Da gibt es sicher Anmeldungen. Wir sind wie immer jedes Jahr in der letzten Schulwoche herum, Dienstag, Mittwoch, gibt es die Bewerbe. Aber es sind nur Teambewerbe, das heißt für den Erwachsenenbewerb müsste sich eine Mannschaft bilden. Zu wie vielen Menschen? Ja, also ich sage mindestens 8, sonst wird es saumäßig anstrengend. Also wir haben auch Einzelnennungen, die fassen wir dann in einer Mannschaft zusammen. Also es kann jede Einzelperson gerne kommen und wird dann bunt zusammengewürfelt. Aber natürlich, wenn man ein eingeschworenes Team ist, wenn man Leute dabei hat, die man schon kennt und die auch heimlich trainieren, es gibt manche Mannschaften, die trainieren heimlich für Takeshi, dann macht es halt noch mehr Spaß.